Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute geht es ein Stück weit um die Zukunft von Apex Legends. Und ich wünsche mir jetzt schon von euch, überlegt mal, was muss sich dringend in Apex Legends ändern? Von mir aus eure Top 2, Top 3 an Sachen. Was muss sich dringend ändern, damit Apex Legends endlich wieder in die Spur kommt, besser läuft? Ich werde hier ein paar Meinungen äußern, was ich denke, was passieren muss. Um was soll es heute eigentlich gehen? Es gab vor wenigen Tagen auf der Apex Legends News Alpha Intel Seite auf Twitter einen Post, der zitiert EA. EA hat Großes mit Apex Legends vor. Ich zeige euch das einfach mal und dann möchte ich auf dieses Thema so ein bisschen eingehen. EA sagt, dass sie mit Apex Legends im Jahr 2023 in Anführungszeichen gerade erst anfangen. Und da fängt es eigentlich schon an. Ich frage mich, was die letzten dreieinhalb, fast vier Jahre mit Apex Legends war, wenn sie 2023 erst richtig anfangen wollen. Und das ist nämlich der Punkt. Leider entwickelt sich das Spiel gerade in eine nicht so ganz geile Richtung. Vor vielen Monaten, vor über einem Jahr, fing es an, dass wichtige Leute bei Respawn gekündigt haben. Und man hat das natürlich auch am Spiel gemerkt. Weniger Events, weniger verschiedene Limited-Time-Modi und so weiter und so fort. Und auch alles, was darum passiert, das ist einfach weniger geworden. Auch Informationen auf dem offiziellen Apex Legends YouTube-Kanal, wo immer mal Streams gepostet wurden, über Informationen von den Devs und uns was vorgeschlagen wurde, beziehungsweise nicht vorgeschlagen, sondern vorgestellt wurde, Änderungen für die neue Season, für einen Split und so weiter und so fort. Das ist alles einfach nicht mehr passiert, weil die Leute, die das gemacht haben, teilweise gar nicht mehr da sind, was sehr, sehr schade ist. Weiter im Text: Apex hat die Vorstellungskraft unserer globalen Community über das Spiel hinaus beflügelt. Sie spielen, sehen zu und konkurrieren nicht nur. Sie sind fasziniert von der Überlieferung der Welten und den Handlungssträngen. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema: Handlungsstränge. Jede Legende bringt so viel geile Storylines mit, Hintergrund-Stories, die es zu erzählen gibt, gäbe und vor allen Dingen gab, aber leider, und das ist genau der Punkt, die Handlungsstränge werden nie fortgeführt. Jede Legende ist kurz vor Release schon mal am Start mit dem ein oder anderen Trailer. Da wird uns eine Geschichte erzählt, die aber nie fortgesetzt wird, was ich auch sehr, sehr schade finde, weil das Potenzial von Apex Legends einfach da ist, um bessere Handlungen oder mehr Handlungen zu erzählen, die auch mal fortgeführt werden, wie zum Beispiel damals, als Krypto den Repulsor gehackt hat und so weiter und so fort. Dann ging es auf World's Edge weiter, weil er da irgendwas gesucht hat an Beweisen und wir wissen bis heute nicht, nach, keine Ahnung, gefühlt drei Jahren, wie jetzt Krypto schon im Spiel ist, ungefähr, nicht ganz, wissen wir immer noch nicht, hat er das jetzt eigentlich geschafft, ja oder nein. Diese Storys müssen unbedingt fortgeführt werden, das ist mega, mega schade und ein Potenzial. Bruch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Auch eine Netflix-Serie, weil es ja heißt, darüber hinaus wollen sie Apex Legends ausbauen und so weiter, so grob kann man das interpretieren. Es gibt ja eine Netflix-Serie, die wurde vor über einem Jahr schon angekündigt, die soll in der Mache sein. Da habe ich bis heute aber auch nichts Neues gehört, ob es da irgendeinen Fortschritt gibt, was da überhaupt passiert. Also wir sollen wohl mit dem Post von EA gesagt bekommen, dass es in Zukunft viel mehr Apex Legends Stuff geben soll, über das Spiel hinaus viel mehr über Apex Legends, wahrscheinlich die Serie, Merchandise noch mehr, keine Ahnung, ein Film. Das ist jetzt so das, was ich mir vorstellen könnte. Aber wie gesagt, allerdings frage ich mich tatsächlich so ein bisschen, was ist denn vor 2023 passiert, dass hier jetzt erst angefangen werden soll. Wie gesagt, das Spiel entwickelt sich aktuell in eine nicht so geile Richtung, was wir alle sehr, sehr schade finden. Und alle YouTuber, Livestreamer und so weiter, die merken es am eigenen Leib. Die Zuschauerzahlen werden immer geringer. Die Konkurrenz wird immer größer. Overwatch 2, COD, hast du nicht gesehen. Aber selbst wenn diese Spiele gerade nicht wären, ja, dann hätte Apex vielleicht ein paar mehr Zuschauer. Aber die Beliebtheit ist deswegen auch nicht viel größer geworden. Das ist leider ein riesen Problem. Und ich frage mich ernsthaft, was 2023 passieren soll, damit die wirklich die Kurve kriegen und gerade erst anfangen. Und vor wenigen Monaten, ich habe leider kein Video drüber gemacht, habe ich schon mal einen Post gesehen von Respawn. Dort stand wörtlich geschrieben, wir wünschen uns, dass eure Kinder noch Apex Legends zocken. Also wisst ihr, dass Apex Legends eigentlich einen mega Langzeitplan hat, was ich eine geile Sache finde. Aber
In der Realität sieht es meist anders aus, wenn dann Sachen implementiert werden, die vielleicht nicht ganz so geil sind. Und hier möchte ich einfach anknüpfen und mal meine Meinung sagen, was muss getan werden, damit das Spiel endlich wieder beliebter wird. Und wie gesagt, das ist kein Schlechtreden, das sind einfach nur Tatsachen, weil man das Spiel liebt und will einfach nur, dass das gefixt wird, damit endlich die Leute zurückkommen, damit wir alle wieder mehr Spaß haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann auf neue Legenden, neue Waffen, auf die wir sowieso schon seit über einem Jahr warten, eine neue Waffe, neue Maps und so weiter, vorerst verzichten, wenn das Matchmaking und die Server endlich mal stabil werden. Gerade die Telekom-Kunden unter uns haben ständig Packet-Loss. Ich gebe euch einen Tipp, von Montag bis Freitag, wenn ihr mal Vormittagszeit habt, zockt vormittags, da geht es bei mir tatsächlich relativ gut, aber alles, was über 17, 18 Uhr hinaus, auch am Wochenende ganz schlimm Packet-Loss. Und das ist eigentlich Hauptgrund Nummer 1 für mich, das Spiel nicht mehr anzurühren. Ich habe gerade zum Sonntagabend meist viel Zeit, ein bisschen Ranked-Grind. Aber da ist Packet-Loss bei mir so extrem, jede zweite Runde gefühlt, wenn nicht sogar gefühlt 80% der Runden. Und das ist einfach keine Freude. Das ist für mich ein Grund, Apex rauszuschmeißen und irgendwas anderes zu zocken. Wie gesagt, die Konkurrenz ist groß. Ich habe in COD wirklich wieder ein Spiel gefunden, was mir eine Menge Freude bereitet. Und wenn die Server laufen, dann muss unbedingt auch was an dem Matchmaking gemacht werden. Das läuft leider auch alles andere als gut. Das ist alles vielleicht nicht so einfach zu programmieren ist. Da bin ich auch völlig bei Respawn. Aber es muss doch was passieren. Was habe ich denn hier noch? Die Map-Rotation würde ich mir halt wünschen, dass in jeder Season alle Maps irgendwie, außer Stormpoint, verfügbar wären. Das würde ich echt mega geil finden. Am Ranked-System würde ich sagen, ist eigentlich nicht viel auszusetzen. Wobei ich jetzt hier in Season 15 sage, um das Smurfer-Problem so ein bisschen einzudämmen, von Level 10 auf Level 20 Zutritt auf Ranked, das ist jetzt tatsächlich keine Hürde, aber das ist jetzt nicht Teil der ganzen Geschichte. Und was passieren muss, unbedingt Cheater auf den PCs und Leute, die auf Konsolen irgendwelche Sachen benutzen an ihren Controllern wie Strikepacks, Chronosen und wie der ganze Scheiß heißt, dass da was passiert. Erinnert euch, der ein oder andere weiß es vielleicht und hat sich gewundert, Mensch, warum postest du überhaupt diese Frage? Vor über einem Monat habe ich gefragt, jetzt mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich, es wird ja hier keiner an den Pranger gestellt, das weiß ja niemand, wer hier mit Ja oder Nein stimmt. Benutzt ihr zum Beispiel ein Strikepack, um euch ja gefühlt wie der König zu fühlen? Und tatsächlich gab es einige, die zugegeben haben, das zu nutzen und der ein oder andere fragt sich, aber warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Mensch, die wenigsten werden hier schreien, die meisten werden auf Nein klicken, obwohl sie es vielleicht benutzen. Das kann alles sein. Es hat einfach den Hintergrund, dass ich vor wenigen Wochen nämlich einen Post gefunden habe, dass, ich weiß nicht, ob es Activision ist von COD oder einer der Publisher, und die Publisher von Fortnite, die haben sich zusammengetan und haben ein Anti-Cheat-System entwickelt, was Strikepacker entlarvt und bannt. Und das ist nämlich der Hintergrund dahinter gewesen, dass ich hoffe, dass Respawn und EA sich dieses System abguckt und das in Apex Legends bringt. Das wäre endlich mal ein Fortschritt. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Fakt ist, dass bei Fortnite es so funktionieren soll, ob das schon aktiv ist, weiß ich aktuell nicht, dass dich das Spiel darauf hinweist, Achtung, du benutzt irgendwelche Fremdhardware, die an deinem System, an deinem Controller nichts zu suchen hat. Wenn du jetzt weiterspielst, riskierst du einen Bann. Vorher abmachen, vorher kannst du nicht weiterspielen. Irgendwie so läuft das. Und wenn du eben da nicht drauf hören willst, dann wirst du halt gebannt. Und alles ist schön und das finde ich eine extrem feine Sache, dass das auch in COD mit drin sein soll oder dann kommt demnächst. Und ich hoffe, dass EA und Respawn da was machen und genau dasselbe System in dieses Spiel einführen, dass wir alle wieder fair gegen Leute spielen. Und wenn wir dann aufs Maul bekommen, dann kriegen wir ehrlich aufs Maul und merken dann, dass wir entweder mega schlecht sind oder die anderen mega schlecht und du einfach nur wieder deutlich besser spielst. Weil du eben nicht gegen solche Betrüger spielst. Das würde ich auf jeden Fall sehr feiern. Und was ich finde, was auch unbedingt passieren muss, wenn eine neue Season beginnt, ein neuer Split, ein Event, da kommen immer neue Bugs, neue Probleme. Mein Problem ist, dass Respawn es nicht offen kommuniziert und sagt, hier auf Twitter von mir aus, wir haben da was entdeckt, wir müssen drüber reden, das und das ist passiert. Es wird stillschweigend einfach vieles hingenommen. Kleinigkeiten werden kommuniziert, keine Fragen, aber große Probleme, das wird einfach stillschweigend
wegignoriert. Und das finde ich eine absolut miserable Sache. Und die Kommunikation ist in anderen Spielen wie bei Overwatch deutlich besser. Dort wird mit der Kommun mit der Kommun mit meine Fresse, mit der Community kommuniziert. Schwerer Satz. Und dann wird da auch ganz schnell was gefixt. Und das finde ich eine geile Sache. Und ein Stück weit will ich natürlich mit der Meinung von Prise Salz, der vor kurzem auch ein Video darüber gemacht hat, was passieren muss, dass mit Apex Legends endlich wieder stabil läuft, möchte ich ein bisschen anknüpfen. Und da hat er Sachen wie Skill-Based Matchmaking oder Server noch gar nicht wirklich in den Mund genommen. Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte bei Prise auf jeden Fall mal vorbeischauen. Seine Meinung ist auf jeden Fall auch eine Menge, Menge wert und da gebe ich extrem viel drauf. Also schaut da vorbei, wer das Video noch nicht gesehen hat, aber ich denke, die meisten von euch haben es eh schon gesehen. Das war es grob von mir. Ich könnte wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weiter erzählen, weil es echt eine Menge gibt, aber das ist so das Hauptthema, was ich zu erzählen habe. Ich würde mir wünschen, dass wirklich EA damit recht behält. Jetzt geht es erst richtig los. Dann gibt es nämlich diesen Kanal noch ganz, ganz lange. Und das würde ich mir so sehr wünschen, weil Apex Legends einfach nur eine absolute Liebe ist. Beziehungsweise aktuell ist es eher seit ein paar Jahren eine Hassliebe. Man kann nicht mit, man kann nicht ohne. Es muss was passieren. Und ich hoffe, dass wir uns noch lange, lange hier auf meinem Kanal, auf Twitch und so weiter über Apex unterhalten können. Das würde mich wirklich mega freuen. Und bevor ich jetzt völlig abschweife, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, was ihr denkt, was hier noch passieren muss, damit ihr endlich wieder mehr Hype in dieses Spiel kommt und die Leute vielleicht auch wieder gelockt werden, zurückkommen und so weiter. Und damit meine ich nicht irgendwelche Skins, um die fette Kohle abzusahnen. Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.